In einer Welt, in der der schmale Grat zwischen Erfolg und Misserfolg unseren Mut auf die Probe stellt, wagen wir es erneut, uns herauszufordern und über unsere Grenzen hinauszugehen. Mit nur 100 Euro in der Hand setzen wir uns das ehrgeizige Ziel, diese Summe zu einer prächtigen Rolex im Wert von 20.000 Euro zu handeln. Jeder einzelne Schritt auf dieser Reise ist ein Sprung ins Ungewisse, aber wir sind bereit, jede erdenkliche Möglichkeit zu nutzen, um unser Ziel zu erreichen. Seid Zeugen, wie wir uns den Herausforderungen stellen und mit Leidenschaft, Entschlossenheit und vielleicht auch einer Prise Glück unsere Träume zu verwirklichen. Willkommen beim Rolex Trade-Up. Wir haben in den letzten zwei Trade-Ups versucht, mit der App Jobber Geld zu verdienen. Das hat super gut geklappt. Und mit dem Reselling, dort haben wir Waren eingekauft, um die wieder zu verkaufen. So, meine Lieben, ich hoffe, euch geht's gut und ihr hattet bis jetzt einen wunderschönen Tag. Trade-Up Nummer 3 startet, beziehungsweise wir werden das Ganze jetzt ändern, das Ganze. Also grundsätzlich habe ich mir jetzt nach diesen Trade-Ups gedacht, Digga, was kannst du denn eigentlich am besten und warum machst du das nicht? Der ganze Kanal geht darum, Sachen zu kaufen und zu verkaufen und ich versuche mit irgendwelchen App-Job-Apps, was jetzt auch spannend ist natürlich, ein paar Euro zu verdienen. Ich könnte das viel schneller machen, auch zum Abschluss bringen und euch viel mehr Tipps geben in diesem Bereich, wenn ich einfach mich zu meinen alten Werten besinne. So nennt man das, glaube ich. Das bedeutet, wir werden dieses Geld in Ware investieren, wir werden diese Ware verkaufen, wir werden uns einen Online-Shop basteln, wir werden auf eBay, Amazon, Spock, Willhaben, eBay Kleinanzeigen bzw. Kleinanzeigen heißt das Ganze jetzt, beginnen zu verkaufen, wir werden auf den Flohmarkt gehen, selbst mit einem Stand, sobald wir genug Waren haben, um dort zu verkaufen, das kann ich am besten. Deswegen, ich dachte mir auch so nach diesem letzten Video mit dem Poker, was jetzt irrelevant ist, das schon hochgeladen wurde. Sowas wird es nicht mehr geben, Freunde. Dieser Kanal geht darum, Waren zu kaufen, Waren zu verkaufen, Geld zu verdienen und euch zeigen, wie man Geld verdienen kann. Genau mit diesen Methoden. Und genau das machen wir heute in diesem Trade-Up Nummer 3. Wir werden zum Flohmarkt fahren. Wir werden mit unserem geringen Kapital versuchen, dort Waren zu bekommen, die wir relativ zügig, relativ schnell, relativ gut weiterverkaufen können, um diesen Kapitalstock aufzubauen, werden weitere Waren kaufen, auf Flohmärkte gehen, werden zu Auktionen fahren, werden zu Zwangsversteigerungen fahren, schauen bei diesen Auktionszeiten wie Arena beispielsweise rein, um dort einfach das Maximale für euch rauszuholen und euch zu zeigen, es gibt nicht nur diese Methode, ich suche auf Willhaben jetzt irgendwelche Waren, verkauft die, sondern es gibt hunderte Methoden, um an Waren zu kommen, um gratis an Waren zu kommen, um beispielsweise auch an Waren mit Auktion zu kommen, welche Tipps ich da habe, welche Auktionszeiten das es gibt. Also die Trade-Ups werden sich jetzt viel, viel, viel mehr um einfach dieses Thema drehen, um dieses Thema, was auf diesem Kanal geht, nämlich um das Kaufen und Verkaufen von Waren. Und ich will euch wirklich die ganze Zeit Tipps mitgeben, wie ihr das nachmachen könnt. Ihr könnt einfach mit einsteigen. Wie gesagt, wir haben jetzt das Kapital, diesen Warenwert lagern. Wir werden jetzt zum Flohmarkt fahren direkt, ich nehme euch mit, ich wünsche euch extrem viel Spaß mit diesem Trade-Up 3.1, kann man sagen, weil eigentlich das Trade-Up schon hochgeladen wurde, aber es nicht meinen Werten entsprochen hat und deswegen habe ich es wieder runtergenommen und deswegen werden wir jetzt reingehen. Ich entschuldige mich nochmal für die Leute, dass ich das hochgeladen habe. Ich finde, das passt einfach nicht auf diesem Kanal. Keine Ahnung, was ich mir gedacht habe. Ich mache auch manchmal Fehler. Es tut mir fürchterlich leid. Aber es ist wurscht, weil wir ziehen jetzt weiter durch. Und jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Let's go. Wir gehen ins Trade-Up rein. Los geht's. So, meine Freunde, es ist 5.10 Uhr morgens an einem Sonntag. Und wir versuchen heute im Trade-Up zum Flohmarkt zu fahren, gute Waren zu kaufen, diese Waren einzustellen. Und wir machen das, was wir am besten können, nämlich kaufen und verkaufen. Und da werden wir auch dranbleiben, weil ich dachte mir so, okay, ich könnte verschiedene Dinge versuchen, aber um relativ schnell an die Rolex zu kommen, muss ich einfach das machen, was ich am besten kann. Und das ist kaufen, verkaufen. Und das auf verschiedenen Plattformen, Schnäppchen kaufen und so weiter. In diesem Sinne, ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Wir fahren jetzt zum Flohmarkt. Schauen, dass wir das Ding hinbekommen, beziehungsweise schauen, dass wir gute Deals bekommen. Ich werde es dann noch kurz Geld abheben. Ich werde mir 100 Euro mitnehmen, also unser ganzes Budget fast. Aber egal, jetzt geht's los, let's go. So. Alles hier noch sehr bald jetzt.
So Freunde, ich habe jetzt hier 100 Euro abgehoben. Lauter 10er. Und jetzt geht's zum Flohmarkt, würde ich sagen. Ich freue mich. Dann ging es direkt los zum ersten Flohmarkt, wo gar nichts los war. Wirklich nur Crap in Anführungszeichen. Viele PC-Games, ja, mit denen können wir einfach nichts anfangen. Lasse ich die Finger davon. Da war wirklich nicht viel los. Dann habe ich noch so ein Schild gefunden, beziehungsweise dieses Game hier. Der wollte aber auch 5 Euro dafür, das ist gar nicht wert. Und hier dieses Almdudler-Schild habe ich dann auch liegen gelassen. Verkaufen sich nicht schnell. Beim zweiten ging es richtig ab in der 1-Euro-Box. Also alles, was da drin ist, kostete 1 Euro. Lag hier dieses Minecraft für die PS4 drinnen. Haben wir natürlich mitgenommen. Das geht ungefähr für 25 Euro locker weg. Also relativ schnell sogar. Dann ging es weiter, habe ich noch ein bisschen nach Karten geschaut, ob ich da irgendwie die ein oder andere Karte finde. Der wollte aber auch zu viel und lauter neue Karten ist nichts für mich, habe ich dann gelassen, aber der hatte auch viel da, richtig schöner Stand. Dann ging es weiter, hier habe ich Transformers für 2 Euro gekauft bei diesem Stand, was ungefähr für 15 Euro Bibi weggeht, haben auch für die Challenge mitgenommen für 2 Euro. Bei diesem Stand habe ich richtig was Geiles gefunden für die GmbH, viel gekauft, aber auch für 80 Euro Games, die zeige ich euch dann im Anschluss. Und hier gab es dann auch noch Lego, ich hatte leider kein Budget mehr, aber die wollte, wenn man alle Figuren nimmt, nur 2,80 pro Minifigur. Ich konnte nicht mehr zum Bankomaten, deswegen habe ich es gelassen, könnte man mitnehmen, alle für 2,80 pro Stück. So Freunde, den ersten Artikel am zweiten Flohmarkt, den wir mitgenommen haben, ist hier dieses Minecraft für die PS4 Story Mode für 1 Euro. Es lag einfach in der 1 Euro Box drin. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Das ist ein super, super guter Deal. Wird bei eBay ungefähr für 40 Euro angeboten. Für 20 wirst du sofort los. Wir werden es natürlich jetzt dann gleich listen. Ja, ist ein cooler Deal gewesen. Und mit unserem Budget ist es nämlich enorm, enorm schwierig, überhaupt das zu finden. Und da nimmt man das Ding liebend gerne mit. Also Deal Nummer 1, Minecraft PS4 Story Mode für 1 Euro. Digga, das ist richtig, richtig. Deal Nummer 2 auf diesem Flohmarkt haben wir hier, nämlich Transformers The Dark Spark für die Xbox One. 2 Euro mitgenommen, das Ding auch wieder vollständig, das ist ja das Gute. Und dann haben wir noch einen relativ großen Einkauf gemacht, nämlich 4 Spiele. Harvest Moon für die PS1 haben wir hier am Start, dann Wario World für die GameCube, dann Harvest Moon für den GameCube und dann auch noch Spyro The Year of the Dragon für die PS1. Alles in richtig, richtig gutem Zustand, das Ganze. Wir haben hier 80 Euro bezahlt. Ich wollte sie erst für die Sammlung kaufen, werde es aber jetzt ins Trading mitnehmen. Die 80 Euro müssen wir abziehen. Er wollte am Anfang, also nur der Preis, der auf diesen Produkten stand, waren 110 Euro. Für 80 habe ich es dann gekriegt. Und das Gute an dem Ganzen ist, allein dieses Wario World könnten wir für 80 Euro bereits verkauft bekommen. Und diese anderen 4 Spiele, also zweimal Harvest Moon und Spyro, die sind dann sozusagen geschenkt. Ich weiß, das ist ein richtig heftiger Gamble. Also 80 Euro müssen wir jetzt abziehen. Jetzt sieht es mit dem Kapital gar nicht mehr so gut aus. Aber der Warenwert ist halt wirklich, wirklich Bombe. Ich habe es euch eingeblendet. Und ja, schauen wir weiter, Freunde. Wir haben jetzt nicht mehr recht viel Kapital, aber das kann richtig, richtig gut werden. Und es ist halt wirklich einfach so, Freunde, dass man nicht sagen kann, ja, verkauf doch mal. Mit ein paar Artikel läuft es noch nicht. Wir müssen das Ganze listen. Es ist ein langer Prozess, es wird viele Folgen geben, aber so muss man starten. Man hat wenig Kapital, kauft sich Ware, listet diese, verkauft ein, zwei Teile, man nimmt dieses Geld wieder, reinvestiert das Ganze wieder und so weiter. Und dann baut sich das schon langsam auf und jeder, der sagt, es geht in 2-3 Wochen, nein, es ist fast unmöglich, das Ganze so hinzukriegen. Deswegen haben wir hier jetzt 80 Euro bezahlt, ist zwar ein sehr großes Investment, aber ich denke, hier könnte man ungefähr 160 bis 180 Euro Umsatz machen bei diesen Spielen. Bei diesen anderen 2 Spielen, die waren halt der größere Banger, aber sowas findest du halt einfach nicht laufend. Das war wirklich, wirklich Glück. Da haben wir 45 Euro Verkaufswert ungefähr. Also der Warenwert ist jetzt hier eingeblendet und unser Kapital ist fast bei Null. Das heißt, bei der nächsten Trader-Folge hoffentlich hat sich schon was verkauft. Dauert halt einfach so. Man muss halt einfach so fair sein und euch das auch sagen. Das geht nicht auf eine Woche, das geht nicht sofort, sondern man muss wirklich geduldig sein in diesem Reselling-Game. Aber ich kann euch Flohmärkte nur empfehlen zum Starten. Das kriegst du auf eBay niemals für 80 Euro und diese anderen 2 Spiele brauchen wir gar nicht drüber reden. Deswegen, Trade-Up Nummer 1, Flohmarkt, wir haben wirklich gut eingekauft, würde ich sagen. Ich werde jetzt jedes Wochenende wieder auf Flohmärkte fahren, ich versuche auch zu verkaufen, zu tauschen, vieles zu machen und ja, ansonsten geht es nächste Woche weiter mit diesem Trade-Up. Trade-Up Nummer 4 wird dann auch wieder deutlich, deutlich besser produziert sein, weil ich halt einfach jetzt,
ein Trade-Up schon vorbereitet hatte, 10 Stunden Cut reingesteckt habe, es wieder runternehmen musste, wieder eins machen musste und freut dich auf das nächste Mal. Wir werden uns auch bei Amazon anmelden, um das Ganze anzubieten. Da wird es eine kleine Anleitung hier geben, wie ihr euch dort anmeldet, auf was ihr achten müsst. Folgt rein für mehr, Freunde. Vergesst nicht auf das Instagram-Gewinnspiel, da müsst ihr so und so hier Follower sein. Da verlose ich eine PS5, eine PS4, eine PS3, eine PS2, eine PS1 unter allen Abonnenten von diesem Kanal hier von RMK. Und die das kommentiert haben, habe ich euch in die Infobox gepackt, diesen Link. Und dann hoffe ich, das nächste Trailer kommt sehr, sehr bald wieder online. Und ja, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Euer René. Ciao, ciao.